Moin Moin Kinas und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Mass Effect 3. Juhai! Wir haben gerade von Aria den Auftrag bekommen, diese Söldnertrupps hier mal klar zu machen. Jetzt muss ich mal gucken. Und das... Gnarl. Wer ist Gnarl? Wurde bestimmt erwähnt und ich habe es wieder mal... Aber ich weiß, dieser Dornevosk. Was sind das für Namen? Ich glaube, der war auch irgendein Söldner-Typel. Und Yondumbau. Achso, da muss ich auch zu Bailey und diese eine da. Gehen wir doch erstmal dahin. Citadel Botschaften und dann bei Bailey, der glaube ich eine von den Söldner-Truppen-Anführerinnen irgendwie bei sich gecatcht. Ich wollte sowieso mal was kügeln. Stöppel nämlich schon die ganze Zeit. Ja, toll. Dialoglautstärke ist schon auf 100. Weil ich finde, die Dialoge sind so übertrieben leise. Naja. Gut, dann ist das halt so. Egal. Das müssen wir jetzt so hinnehmen. Was habe ich jetzt überhaupt gesagt? Docs, warte mal. Nee, Citadel Botschaften? Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe jetzt drauf geklickt. Mal gucken, ob es richtig war. Ich hoffe. Nee, das sieht aber gut aus. Das sieht aber gut aus. Wer bist du? Ja, sein Trupp ist zurückgekehrt. Das könnte ich aber nicht. Wahrscheinlich hat er irgendeine Aufgabe für uns. Wir sollen wieder irgendeinen Knochen holen oder sowas. Ihr wisst ja, wie das hier läuft, ne? Immer dasselbe. So, Bailey ist hier. Hello. Das verschafft mir die Ehre. Reden wir über die Freilassung von Jonas Sedaris. Sie auch? Jemand hat den Rat dazu gebracht, sie freizulassen. Ich verzögere das gerade. Was haben Sie damit zu tun? Das ist geheim. Sagen Sie doch gleich, dass es mich nichts angeht. Ich lasse diese Psychopathin jedenfalls nicht frei. Sie ist instabil und ganz klar eine Bedrohung. Okay. Warum halten Sie sie für verrückt? Sie war eine üble Sadistin, bis sie ergriffen wurde. Die Haft hat sie völlig wahnsinnig gemacht. Vielleicht hilft ihr die Freiheit. Sie wütet rund um die Uhr, Shepard, und verlangt den Tod aller Feinde von Eclipse. Nein, in Freiheit würde sie töten, sonst nichts. Boah, ich weiß nicht, ob ich mir das einfach befehlen kann. Ich probier's einfach mal. Die Sache ist größer als Sedaris, Sie oder ich. Der Ratsbefehl muss befolgt werden. Nein, ich weiß, woher Sie kommen, aber die Sache ist klar. Wenn Sie mit ihr reden und Sie danach immer noch freilassen wollen, werde ich es tun. Mein Assistent im C-Sicherheit-Bezirksaußenposten stellt den Kontakt zu Sedaris her. Danach melden Sie sich wieder. Von mir aus. Boah, wo ist die jetzt? Das ist so kacke. Hier, Präsidiumsunterhaus. Alles klärchen, da kommen wir einfach hin, ne? Ich finde das aber ganz schön frech, dass er sich uns einfach widersetzt. Ich meine, wir sind immer ein Spectre. Der Rat wollte auch, dass sie freigelassen wird. Wahrscheinlich hat Aria da wieder ihre Finger im Spiel. Wir kennen sie doch. Wie sie so ist. Und es stimmt schon, das ist eine Sache von großer Wichtigkeit, ne? Die Söldnertruppen zu vereinen, damit sie... Uns gegen die Reaper helfen ist sehr viel wichtiger als was weiß ich. Gut, aber wenn er natürlich sagt, dass sie ein bisschen krank im Kopf ist, ist halt die Frage, ob es nicht vielleicht besser wäre, sie irgendwie zu beseitigen und ihre Söldner auf eine andere Art und Weise zu beschaffen. Ich weiß es nicht. Gut, reden wir mit ihr. Hallo? Hallo? Ich habe Kontakt mit Jonas Sedaris in ihrer Zelle. Sie können über diese Konsole mit ihr sprechen. Guten Tag. Danke. Wir brauchen Privatsphäre. Natürlich. Sie können danach auch Commander Bailey über dieses Terminal erreichen. Geil. Wer spioniert da jetzt wieder? Ah, ich sehe schon. Gut. Arias Zwangsarbeiterin bringt mich endlich in die Freiheit. Ich möchte vor der Freilassung noch mit Ihnen reden. Blödsinn. Sie haben keine Wahl. Und wenn ich draußen bin, räume
Leute getötet. Das habe ich nicht vergessen. Pff, ich lasse mich doch hier nicht bedrohen, du kleines Miststück. Sparen Sie sich die Drohungen, Sedaris. Ich schmeiß sie zu meinen Opfern in ihre Särge. Erstklassig, oder? Sogar hier drin müssen sie mit mir verhandeln, weil ich die Macht habe. Ach, wirklich? Ja, mein Stellvertreter Sane ist eine willensschwache Kröte. Hätte er Eier, würde er selbst die Kontrolle übernehmen. Aber er widersetzt sich nicht. Er weiß es besser. Holen Sie mich jetzt raus, Shepard. Bailey soll mich freilassen. Bailey, ich war bei Sedaris. Sie ist verrückt, oder? Es wäre hirnrissig, sie rauszulassen. Also dieses Ich finde eine andere Lösung heißt wahrscheinlich, dass wir ihren komischen Lakaien, von dem sie da gesprochen hat, dass wir den mal aufsuchen sollen. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar die bessere Entscheidung wäre, weil ich glaube, die ist echt ein bisschen dumm im Kopf. Ich weiß auch gar nicht. Die Frage ist ja auch, wie hilfreich kann sie uns dann sein? Ich meine, auf so jemanden kann man sich ja nicht wirklich verlassen. Ich meine, gut, Söldner sind Söldner, aber ich glaube, die ist ein bisschen verrückt. Ich finde eine andere Lösung. Sie ist eine Bedrohung. Ich versuche nur, das Problem zu lösen. Klingt gut. Ich mache nichts, bis ich von Ihnen höre. Okay. Okay, okay. Er hat hier bei der Quest nämlich mal das Problem gehabt, dass es hier an dieser Stelle ein bisschen verbuggt ist. Wen wundert's? Ein Spiel von EA. Haha. So, aber ich glaube, dieser Typ, mit dem ich theoretisch reden müsste, der müsste auch hier irgendwo sein. Guck mal, hier ist dann nämlich auch dieser Sane. 5 hier hinten irgendwo. Dann gehen wir mal zu den Docks. Nahl. Ich habe keine Ahnung, wer oder was dieser Nahl ist. Vielleicht auch so ein Fuzzi von irgendeiner Söldnergruppe. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich will nämlich erstmal das hier klar machen. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment. Ich bin dabei. Auch immer diese sprechenden Aufzüge. Mir haben ja die besser gefallen, die Musik gemacht haben, so wie Mass Effect 1. Bla 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 bla. Leute nicht abweisen. Doch, das kennen wir. Sagen Sie Ihren Freunden, Sie sollen Ihr Schiff aus der Andockbucht manövrieren. Warten Sie bitte. Meine Familie ist an Bord. Lassen Sie sie. Können Sie nicht doch noch ein paar Leute mehr unterbringen, Officer? Und wer zum Teufel sind Sie? Oh, Commander Shepard. Wenn Sie dieser Ansicht sind, dann werde ich einen Platz für Sie finden. Meine Familie kann also andocken? Commander Shepard hat Ihre Familie die Freigabe erteilt, aber Sie sollen sich beeilen. Ich danke, Commander. Vielen Dank. Gern geschehen. So, weiter geht's. Ich glaube, hier irgendwo müssten die gewesen sein. Ich kann mich zwar nicht so hundertprozentig erinnern, aber ich glaube... Ja. Gut. Überprüfen wir mal die Medikamente. Genau, den brauchen wir nämlich auch. Guck mal, sogar ein Turianer. Turianer sind doch vertrauenswürdig. Da haben wir zum Beispiel einen. Hallo, Garrus. Shepard. Garrus! Was ist los? Der Rat nimmt unsere Verwundeten auf. Sie können sonst nirgends hin. Wie schlimm ist es? Mehr Tote als Verwundete. 85% gefallen. Wir brauchen bald eine Leichenhalle. Reaper verursachen keine Fleischwunden. Sind die Verluste so hoch? Unsere Fronteinheiten werden in Zugstärke auf einmal ausgelöscht. Ein einziger Reaper vernichtet 9 oder 10 mit einem Angriff. Das ist ein Gemetzel, kein Krieg. Die Reaper sind nicht umsonst so gefürchtet. Und wir wissen jetzt warum. Tun Sie Ihr Bestes für sie. Ein paar kommen sicher wieder auf die Beine. Aber der Rest, mehr als Mitgefühl haben wir nicht. Was Neues von Ihrer Familie? Nein, aber ich hoffe weiter. Was ist mit Ihnen? Auch erste Verschleißerscheinungen? Ach, mir geht's soweit ganz gut. Aber ich komme klar damit. Natürlich, aber vergessen Sie nicht, Luft zu holen. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Was du nicht sagst, wer bist du? Verkäufer. Nee, viel mal hier. Jeder weitermachen. Achso, das ist... Hä, jetzt bin ich verwirrt. Was, hier nicht ein Turianer? Wahrscheinlich habe ich das so falsch gesehen. Irgendwie so. Ja, so war das nämlich. Er ist ein Salarianer. Ach Gott. Na gut. Bereit machen, Männer.
Darum bin ich nicht hier. Ich will über Jonas Sedaris Freilassung reden. Oh, dann koordinieren Sie das also, richtig? Es war meine Idee. Aria wollte die Unterstützung von Eclipse. Und ich hole auf diesem Weg den Boss raus. Die Bosse. Der Boss ist durchgeknallt. Scheiß auf sie. Sie sollten Eclipse leiten. Hä? Sie könnten das. Lassen Sie Sedaris im Knast und machen Sie den Deal selbst. Hm. Das wäre ein Aufstieg. Und Aria würde mir die Führung überlassen? Warum denn nicht? Okay, okay. Dann machen wir das so. Sedaris bleibt im Knast. Ich rufe sofort Aria. Guter Mann. Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir uns nicht mit dieser dummen Schlampe rumärgern. Guten Tag, ich glaube, du warst auch irgend so ein... Ich glaube, er war auch irgend so ein Söldner-Typi. Fragen wir ihn doch einfach mal. Wow. Aria hat nicht geflunkert. Der große Commander Shepard an einer Leine. Ich habe eigene Gründe für mein Hiersein, Voske. Aber natürlich. Wie auch immer, sagen Sie ihr, ich sei beeindruckt. Aber um Geschäfte zu machen, muss erst mein kleines Problem gelöst werden. Und das wäre? Ein turianischer General namens Oraka hat es auf die Blue Suns abgesehen. Er beschwert sich massiv über unsere Aktivitäten in diesem Sektor. Sobald Oraka tot ist, kann Aria über meine Leute verfügen. Alter, ich werde ihn doch nicht einfach töten, jetzt bist du behindert oder was? Sie glauben wirklich, ich würde einen turianischen General liquidieren? Aria scheint es zu glauben. Warum hätte sie sie sonst hergeschickt? Sie kannte den Preis. Klären Sie das untereinander. Und, sagen Sie Aria, dass ich immer noch mit ihrem blauen Hintern in meinem Bett rechne. Oh Gott. Was gibt's denn, Shepard? Ja? Wussten Sie davon? Könnten Sie etwas präziser sein? Dana Voske erwartet, dass ich General Oraka töte. Wen interessiert, was Voske will? Oraka muss doch nur damit aufhören, seine Aktionen zu stören. Ich dachte, wenn Sie mit Oraka reden, können Sie ihn dazu bringen, dass er sich zurückzieht. Und wenn er nicht vernünftig wird, rufen Sie mich und ich kümmere mich darum. Das ist in der Tat genau dasselbe. Ich sehe da keinen Unterschied. Der Unterschied ist, dass ich ihm die Chance gebe, sein Leben zu retten. Klar. Und warum haben Sie mir das nicht selbst gesagt? Weil Voske Sie persönlich sehen musste, um zu erkennen, mit wem er es zu tun hat. Außerdem könnte ich es nicht ertragen, wenn mir der Dreckskerl nochmal auf die Titten starrt. Dann würde ich ihn nämlich umbringen. Ja, er hat erwähnt, dass ich mit ihm schlafen werde. Wir haben alle unsere Wahnvorstellung. Genau, Aria hat zu viel Klasse, um sich mit so einem hässlichen, abgefuckten Typen abzugeben. Jetzt mal ganz im Ernst. So, wir gucken wieder auf die Map. Das ist heute nur ein Hin- und Hergerinne. Ich habe was von General Oraka, Präsidiumsunterhaus also wieder. Ach, ist das schön. Wisst ihr, das wäre alles viel toller, wenn man einen Fahrstuhl hätte, der Musik machen würde. Das wäre einfach mal eine sehr viel stärkere Motivation. Okay. Das können Sie laut sagen. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Es ist weniger verrückt, als du vielleicht denkst. Was habe ich denn jetzt gesagt? Nee, Präsidiumsunterhaus. Nicht Citadel, sondern Präsidiumsunterhaus. Ich wäre so eine gute Schlange geworden. Armali! Rosenkopf! Kleiner Insider. So, wie auch immer. Achso, da haben wir ihn doch schon. Guten Tag. Commander Shepard. General Oraka, wir kennen uns aus Koras Nest. Ich glaube, es ging Ihnen nicht besonders. Ah. Bis auf vor meiner Pensionierung. Ich bin jetzt trocken und wieder im Dienst. Ich erinnere mich vage. Wir sollen gegen die Blue Suns vorgehen. Ich muss meinen Teil für die Citadel tun. Die Blue Suns überfallen Waffenlieferungen an C-Sicherheit. Ich werde das beenden. Diese Söldner gefährden die Verteidigung der Citadel, falls der Krieg bis hierher kommt. Wenn der Krieg hierher kommt. Es gibt auch andere Quellen für Waffen, General. Hab ich alles versucht. Es gibt einen Schwarzmarkthändler auf der Citadel, aber der verkauft seine besten Waffen nicht. Die Reaper vernichten alles auf ihrem Weg.
und ich kann sie nicht aufhalten. Aber ich kann die Blue Suns aufhalten. Okay, ich helfe dir. Mal sehen, was ich für sie tun kann. Freut mich, dass Sie helfen. Falls es nicht klappt, habe ich schon einen Aktionsplan. Hervorragend. Gut, da drüben sind die Händler, das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Aber zu welchem muss ich jetzt genau? Kanik hört sich schon mal richtig an. Kanik. Oh, ich habe wieder so eine von diesen kleinen... Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, in Mass Effect 1. Da war in diesem einen Club, wo wir ganz am Anfang die eine Mission hatten, da war, glaube ich, auch ein Turianer gewesen. Und das müsste er gewesen sein. Ach, wie schön, dass sich das alles so wiederholt. So Leute, die du schon längst vergessen hast, kommen dann auch immer wieder. Boah, jetzt muss ich hier mit dem Salarianer irgendwie handeln. Na, das kann ja spaßig werden. Hören Sie, ich will keinen Ärger. Ich habe einen Gewerbeschein und meine Waffen sind alle legal. Schön für dich. Das sind nur leichte Waffen. Wo haben Sie Ihre Spitzenware? Scheiße, Sie arbeiten auch für C-Sicherheit? Mich hat deshalb schon der alte Turianer genervt. Ich habe wirklich bessere Ware, aber die ist unverkäuflich. Wenn die Reaper die Galaxie erstmal zerlegt haben, sind Credits wertlos. Also, wie komme ich an Ihre Schätze ran? Der Turianer hat mit Credits rumgewedelt und dann draufgespuckt. Sie sind flexibel, das gefällt mir. Wenn Sie beim Retten der Galaxie was Seltenes finden, bringen Sie es mir. Und ich teile dann meine Topware mit C-Sicherheit. Kein Thema. Ansonsten gibt's bei mir nur diese Waffen. Okay, ich muss jetzt also irgendwas Seltenes für ihn finden. Das, Der Kunde ist König, so. Hören Sie, er wird nicht weggehen. Je früher Sie ihm die Rückerstattung geben, desto früher können Sie nach Hause. Okay, das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich irgendwo auf meinen Reisen in der Galaxie irgendwas Seltenes finden und erst dann kann ich hier mit dieser Aufgabe weitermachen. Na gut, das ist aber gar nicht mal so schlimm. Dann können wir uns jetzt anderen Aufgaben widmen, die vielleicht nicht nur daraus bestehen, mit dem Fahrstuhl von einem Teil des Citadel zur nächsten zu fahren. Aber gut, das werde ich dann sehen, wenn die nächste Folge am Stissel ist, wie man so schön sagt. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Mass Effect 3. Auf Wiedersehen!